Hallo und herzlich willkommen zurück zu Imperium Greek Wars und der zweiten Folge unseres siebenteiligen Angespiels. Die letzte Folge war tatsächlich eher Tutorial anstatt Spiel und das wollen wir tatsächlich heute mal ändern. Ich habe mich übrigens für Athen entschieden und das heißt, wir haben hier ein relativ zerstreutes Land und ich habe beim letzten Mal relativ wenig das Land gezeigt und das möchte ich jetzt gerne mal nachholen. Deswegen zoomen wir jetzt mal ein wenig raus, soweit wie es geht. Und machen jetzt tatsächlich auch mal die Kartenbeschriftungen. Ja, das lassen wir mal an. Und ich würde tatsächlich die Städte gerne ausmachen. Wo sind sie? Wo sind sie? Stadtbezeichnungen machen wir aus. Und die Spielerfarben machen wir mal an. Okay, also der ganze Bereich gehört Athen. Wir können hier so ein bisschen was sehen. Wir können zum Beispiel unsere Einheiten sehen, in dem Fall unsere Peltasten und andere. Wir können hier beispielsweise unsere Städte sehen, na, die würden dann hier auch entsprechend markiert. Oder Ressourcen, in dem Fall Steinbruch oder hier unten die Eisenerzmine. Wir sehen hier Einheiten, die hier rumschippern, in dem Fall eine Galeere von Tikidas Flotte aus Rhodos, eine unserer Verbündeten. Dann sehen wir, hier ist ein bisschen was von uns und hier oben ebenfalls. Mir persönlich wäre tatsächlich zwei Sachen wichtig. Einmal natürlich, dass wir das hier halten. Dazu würde ich gerne Chalkidike möglicherweise diplomatisch auf unsere Seite holen. Das sollten wir mal gucken, ob das klappt. Und dann Nummer zwei hier oben. Das heißt, hier gibt es eine Stadt, die ist uns nicht sehr wohlwollend gesinnt. Und das hier sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir das hier sichern können. Ansonsten ist hier, denke ich mal, das ist nicht ganz so interessant. Hier könnten wir gucken, dass wir eine Militäreinheit produzieren. Das heißt, wir sollten hier die Produktion mal ändern, dass wir das hier mal weiter erkunden. Okay, dann gehen wir mal hier näher ran. Und ich würde sagen, wir fangen tatsächlich mal hier an der Ecke. Und jetzt zoome ich mal wieder ran. Jetzt gehe ich mal näher ran, so. Und die Spielerfarben lasse ich mal an, denn ich bin tatsächlich bei den Spielerfarben, die finde ich doch etwas besser. Es sei denn, wir müssen dann hier Verbesserungen bauen, dann schalten wir das wieder aus. Ansonsten mag ich es tatsächlich mit den Spielerfarben, aber das Kartenraster machen wir aus. So, das hatten wir uns ja schon angeguckt. Bitte einmal die Städte wieder anschalten. Wir sind hier bei zwei Runden, die wir noch brauchen. Das sehen wir hier an diesen beiden Feldern, die hier noch fertig werden müssen. Wir sind bei unserem Heer aktuell bei knapp 3. Ich denke, das ist soweit okay, aber angreifen werde ich jetzt definitiv nicht. Und wenn wir hingehen, dann würden wir zum Beispiel sagen oder sehen, ein Vorschlag, Ratschlag des Generals, gleiche Chancen, Genauigkeit der Vorhersage frei, aber ganz ehrlich, so wahnsinnig bin ich nicht, denn wenn wir hier angreifen, dann wird der uns auch angreifen. Also am Ende des Tages, der Angriff wäre Selbstmord. Das machen wir nicht. Wir bleiben hier schön drin stehen und warten, bis er kommt. Und wenn er hier nämlich fertig ist, dann hoffe ich, dass das soweit hier passt. Okay, Einheiten können wir hier immer noch nicht bauen. Die Spezialisierung liegt hier schon bei Peltasten. Es ist mir auch klar, wir haben hier hinten zu wenig Felder. Das ist klar, dass wir hier nichts bauen können. Die produzieren hier einfach nicht genug. Okay, dann gucken wir uns mal das hier hinten an. Hier gibt es eine 32-prozentige territoriale Produktionsstrafe. Das können wir auch nicht wirklich ändern. Ansonsten sieht das hier aber mal gar nicht so schlecht aus. Hier sind wir bei Siedler. Macht in meinen Augen keinen Sinn. Das können wir uns gleich nochmal anschauen. Deswegen würde ich hier tatsächlich mal die Spezialisierung ändern. Das kostet natürlich eine ganze Menge. Ist uns das wirklich 12 Gold wert? Nee, wenn ich ehrlich bin, nicht. Schwierig. Nee, wir lassen das so. Wir hoffen, dass wir hier die Spezialisierung ändern können, um hier weitere Einheiten zu produzieren. Denn auch er ist auf Siedler. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also wir müssen hier auf jeden Fall die Spezialisierung in den nächsten Runden ändern, damit wir hier weitere Truppen produzieren können. Jetzt möchte ich euch noch einen Übersichtsbildschirm zeigen. Den hatten wir eben gerade schon offen. Das ist nämlich dieser hier. Das ist grundsätzlich
die Übersichtlichkeit, wie diese Einheit grundsätzlich funktioniert. Ihr könnt hier beispielsweise am Siedler sehen, so ein bisschen Beschreibung, was er machen kann. Und diese Sachen sind sehr interessant, gerade für später für Militäreinheiten, nämlich die Terraineigenschaften. Ihr könnt hier beispielsweise sehen, Verteidigungsbonus bringt dem Siedler auf einem Berg plus 50%. Angreifen kann er nicht, das heißt, ihr wäre hier bei 1,5 Verteidigung. Und Bewegungspunkte, die ihr benötigt, 2. Wir sehen, dass hier Ebenen sogar nur 0,75 mit einer befestigten Straße und hinterher mit einer Steinstraße sind sogar nur 0,5. Und ja, ansonsten ist es hier 1 und Standardbewegung. Und das ist halt echt interessant. Wir gucken uns das gleich mal bei einem Krieger ein. Gebaut werden kann es in der Stadt. Und Verbrauch pro Einheit, seht ihr hier auch, ist ein bisschen Nahrung und Gold. Mögliche Verbesserungen, das sind die hier, beispielsweise Sanitäter. Wir hatten das ja gerade gesehen, kann man in einem Tempel kostenlos erwerben, wenn wir einbauen. Wir hatten uns jetzt aber für eine Schmiede entschieden. Oder Pfadfinder und so weiter und so fort. Ist natürlich auch abhängig davon, was ihr mit der Einheit macht. Entsprechend werden auch hier diese Verbesserungen dann diese Einheit erhalten. Okay, dann schauen wir mal hier hin. Da sind wir soweit durch. Dann hier oben haben wir die Einheit. Und da gucken wir jetzt auch mal drauf. Beziehungsweise auf die Hopliten. Und auch hier sehen wir jetzt, die können natürlich mögliche Verbesserungen wesentlich mehr erhalten. Beispielsweise Eilmarsch, Stadtmardeur oder auch Schleichangriff. Und hier sehen wir auch ein wenig mehr zu den Terraineigenschaften. Also auch diese Sachen, wenn ihr einen Krieg plant, im Moment sind wir nur im Verteidigungskrieg, das müsst ihr auf jeden Fall mal angucken. Denn wir sehen hier beispielsweise Angriffsbonus oder Malus beim Berg 10%, allerdings Verteidigungsbonus. Ebenen hat der beispielsweise, diese Hoplite, 40%. Das heißt, das ist eine Einheit, die sich wirklich hervorragend für Ebenen eignet. Wir können mal gucken, bei Büsche ein bisschen weniger Angriff, Wald minus 30%, Waldflächen auch. Das heißt, das ist wirklich eine Einheit, die gut geeignet ist für Ebenen. Und das Ganze schauen wir uns auch gleich nochmal für die andere an. Aber erstmal würde ich sagen, schauen wir uns mal hier die Territorien an und schauen daher mal, wo wir hin müssen. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall hier hochgehen und dann dort weiter in den nächsten Runden hier lang. Denn wir sollten uns hier auf jeden Fall die Territorien aneignen oder die Gebiete aneignen, die zu unserem Territorium gehören. Alles andere macht jetzt nicht allzu viel Sinn. Okay, dann hier gibt es keine Einheit. Hier würde ich aber tatsächlich einen Siedler. Ich weiß nicht, hier können wir auch nichts anderes bauen im Moment. Möglicherweise könnten wir hier eine Stadtverbesserung bauen, aber das kostet auch relativ viel. Ne, das lassen wir mal sein. Das heißt, die Stadt, die bleibt erstmal so. Können wir gucken, was die schon hat. Verteidigung, okay, das ist gut. Und Handel ist hier auch schon gebaut. Das heißt, die Stadt bringt uns zumindest keine Verluste. Das ist grundsätzlich gut. Dann gehen wir mal hier weiter ganz in den Osten. Auch hier machen wir mal das Territorium an. Und hier möchte ich tatsächlich einmal hier rumgehen. Und hier kommt jetzt sogar eine feindliche Einheit. Das seht ihr hier. Und wir sollten also gucken, dass wir mit ihm schnellstmöglich wieder herunterkommen. Okay, der Siedler, mit dem könnte man sich sogar überlegen, ob man hier oben eine Stadt baut. Und ich muss sagen, ich finde diesen Ort gar nicht so schlecht. Er ist von Perinthos nicht so weit entfernt. In diese Richtung geht es auch. Und hier oben hätten wir sogar Waldflächen, aber wir sehen das in diesem Grünen relativ gut für ein Feld geeignet. Ich würde sagen tatsächlich, wir gründen hier eine Stadt, wenn das hier geht. Ah, wir haben nicht genug Holz. Dann lassen wir den mal hier stehen.
und warten auf weiteres Holz. Okay, Athen. Mit ihm wollte ich tatsächlich auf das Schiff und das geht jetzt hier. Und du wirst bitte einmal hier rüberschippern. Und dann werden wir mit ihm mal nach oben fahren und dort weitere Truppen hinbringen. Und du kannst bitte auch hier stehen bleiben. Und ich möchte dich gerne näher an unsere Städte bringen. Jetzt ist die Frage, lieber hier oben hin oder da unten? Ich würde tatsächlich sagen, wir schicken dich mal hier oben hin. Um hier diesen Durchgang natürlich auch ein wenig zu verteidigen. Okay, du brauchst nichts mehr machen. Du bist soweit durch. Du machst bitte auch nichts. Einheit überspringen. Und in Samos die Einheit. Ja, ich würde sagen, die kann hier auch stehen bleiben. Die braucht auch jetzt erstmal nichts machen. Die hatten wir auch schon gezogen. Und auch diese Einheit braucht nichts tun. Okay, dann gehen wir noch einmal ins Diplomatiefenster. Und wir sehen hier die aktuellen diplomatischen. Ich mache mal die Banner aus. Wir sehen hier die diplomatischen Verbindungen und ich würde gerne eine diplomatische Verbindung aufbauen nach Chalkidike. Also gehen wir mal hier drauf und sie sind uns gegenüber reserviert. Händler dürfen frei durch das Land reisen, beidseitige Vertragsbedingungen, Versorgung. Also, die mögen uns nicht so sehr, weil wir natürlich zu dominant sind. Ich denke, wenn dieser Handel jetzt zustande kommt, dann haben wir hier schon mal einen Stein im Brett. Ich bin mir nicht sicher, ob wir offene Grenzen, Infos über Karten, alle Eigenschaften an. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier was machen sollten. Wir können mal gucken, ob wir hier einen Punkt machen, nämlich Handelsrouten, dass die hier durchreisen können. Ist für mich jetzt persönlich keine große Änderung, aber würde die Bereitschaft von Chalkidike ein bisschen zeigen. Vor allen Dingen auch, weil wir ja bereits in Richtung Handel gehen wollen und ihnen eben Handel, ja, ich möchte nicht sagen aufzwängen können, aber eben mit ihnen handeln wollen. Deswegen wäre das mal ein guter Anhaltspunkt, wie bereit sie grundsätzlich sind, irgendwelche Dinge mit uns zu machen. Okay, gut. Dann vielleicht nochmal einmal ganz kurz, wenn wir gerade dabei sind, hier unten. Diese Sachen wäre beispielsweise Bruch des Friedensvertrags mit einem dritten Verlangen. Ich denke, die Sachen grundsätzlich kennt man von anderen Spielen. Ja, das heißt, hier Friedensverträge mit einer dritten Fraktion fordern oder einen gemeinsamen Feldzug planen. Das ist noch eine andere Sache. Da können wir gleich auch mal draufklicken. Konföderation, Föderation gründen, ich denke, das kennt man auch. Das hier, finde ich, ist sehr interessant. Wir können ja mal gucken. Ich glaube, dass die das nicht machen, aber wir können ja mal schauen, ob die das grundsätzlich, ob sie dazu grundsätzlich bereit wären. Wir sagen mal grundsätzlich ein Feldzug mit ihnen gegen Makedonien. Und plant den Vormarsch der Armee mit Chalkidike gegen Makedonien. Ich möchte als Ziel dieses Dorf Aigai haben. Das wäre meins. Und bei denen wäre doch vielleicht hier das Dorf gar nicht so schlecht. Beziehungsweise Zielmodus aktivieren. Und dann gehen wir mal auf das Dorf am Fipulis. So, Kampagnendauer machen wir mal auf. Ja, wir brauchen ein bisschen länger, denn wir haben da unten ein schlechtes Militär. Auf 15 Runden. Was machen wir hier jetzt? Es gibt ja grundsätzlich die Möglichkeit, mit einem Partner in einen gemeinsamen Krieg einzusteigen. Wenn das aber nicht möglich ist und ohne das jetzt tatsächlich auch spielerisch schon mal getestet zu haben, würde ich jetzt sagen, dass das schlecht möglich ist, denn die mögen uns ja jetzt schon nicht wirklich, weil wir denen zu dominant sind. Und dann werden die wohl kaum einen gemeinsamen Krieg mit uns anfangen gegenüber diesem doch riesigen Partner hier. Können wir sie mal fragen, ob hier möglicherweise ein Feldzug möglich ist und da sagen wir jetzt einfach mal okay und schauen mal, ob die das akzeptieren. Und dann würde ich tatsächlich sagen, machen wir mal diese Sachen hier wieder aus, gucken uns die Karte an und gehen in die nächste Runde.
Okay, und wir sind tatsächlich dabei, dass wir jetzt 4 Gold mehr bekommen, denn Chalkidika hat unser Angebot akzeptiert. 15 Runden, sehr gut. Gesandter versagte. Die Änderung der Verträge wurde von Chalkidika abgelehnt. Es ist zu früh, um solche Entscheidungen zu treffen. Sehr schade. Dann gehe ich auch mal davon aus, dass der gemeinsame Feldzug auch nicht klappt. Ja, wurde abgelehnt. Immerhin sind das ja durchaus gute Freunde. Und dann gucken wir mal. Okay, Euböa, jetzt sehen wir das, was ich euch schon erzählt hatte. Euböa fand unser Angebot okay, aber grundsätzlich hätten sie einen Verbesserungsvorschlag. Das war der Button Gegenangebot. Das heißt, sie hätten gerne 5 Nahrung und würden uns 4 Gold dafür geben. Und ich würde einfach sagen, das passt. Das Achmidenreich erfüllte die Siegbedingung militärische Vorherrschaft zu 75%. Ihr solltet die Fortschritte genau im Auge behalten. Die wachsende militärische Macht eurer Gegner kann nur durch direkte militärische Aktion gegen gegnerische Einheiten aufgehalten werden. Wartet nicht auf bessere Verhältnisse, sucht und vernichtet jeden Gegner. Okay, das können wir uns gleich mal angucken auf der Diplomatiekarte, wo die sind. Und Heilung für Verwundete. Das ist, ja, das erkennen wir schon. Wir sollen den, beziehungsweise einen Tempel bauen. Das können wir uns auch mal anschauen. Wobei ich tatsächlich nicht 100% weiß, wo. Denn hier ist ja bereits ein Tempel. Nachrichtenfenster, das müssen wir zuerst schließen. Jawohl. Land von Athen beeinflusst. Okay. Das hatten wir auch. Das ist Schlacht mit Makedonien. Und jetzt können wir uns mal hier die Schlacht angucken. Grundsätzlich sieht so ein Kampf bzw. ein Endergebnis aus. Und das ist hier oben gewesen. Wir haben hier einmal den Einsatz der Soldaten. Wir haben knapp 682 Soldaten eingesetzt. Bei denen waren es 700. Sie haben minus 30% Terrainbonus gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich möchte jetzt hier auch nicht rausgehen. Das können wir uns ja gleich nochmal anschauen. Wir haben plus 20%, allerdings eine schlechtere Moral, Bereitschaft und so weiter. Also im Großen und Ganzen hatten wir die Sachen ein bisschen mehr auf unserer Seite und deswegen haben wir ihnen ein paar Verluste zuteil werden lassen. Aber im Großen und Ganzen ist das hier unentschieden ausgegangen. Dann schauen wir mal. Das war von hier aus und das ist vom Fluss. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich vermute, dass diese kleine Grenze hier als Fluss noch als entsprechend als Malus bereitsteht. Und jetzt hoffe ich tatsächlich, dass die sind bei 1,9 und die sind bei 2,5, dass unsere Truppe jetzt noch so lange aushält, bis die hier fertig sind. Und als allererstes ziehen wir mal, und dazu zoome ich mal ein bisschen raus. Unser Schiff, nämlich dieses Schiff hier, das ziehen wir mal nach hier oben. Na, ich würde sagen, bis dahin reicht's. So. Und dann ist es unterwegs und fährt jetzt hier seine Route ab. Sehr schön. Hier können wir mal überlegen, ob wir eine Einheit holen, wobei halt die Frage wäre, welche. Ja. Skyros. Ich bin mir nicht sicher. Hier, das sind alles nur Siedler. Da schauen wir mal, ob wir hier irgendwas bauen können. Ich würde aber tatsächlich hier gerne mit der Einheit mal in die Richtung gehen und hier lang versuchen, das Feld be zu beeinflussen. Ein Teil der Fraktion Grins zu überzeugen, aber ohne sichtlichen Erfolg. Sehr schade. Okay, dann können wir gleich wieder zurückgehen. Wir sehen, die Einheit ist jetzt ausgegraut, das heißt, sie hat ihre Punkte jetzt aufgebraucht. Damit sind wir hier jetzt im Prinzip fertig. Gut, wenn du hier oben hast eine Straße gebaut, dann werden wir auch hier eine Straße bauen zu diesem Kohlevorkommen hier. Ich denke, hier lang, das ist ganz okay. Dann haben wir auch hier gleich ein bisschen diese Sachen verbunden. Die Truppe kann hier stehen bleiben. Ich würde sagen, wir lassen die hier tatsächlich
einer bewegen. Wir lassen die hier ausruhen. Die würde ich hier tatsächlich mal stehen lassen. Und hier hatten wir ja gesagt, wollten wir, jetzt sind, mal gucken, wo wir sind, oben. Hier sollten wir mal über diesem Weg zurückgehen, dass wir hier noch ein bisschen Land für uns einnehmen und dann hier unten zurückgehen. Okay, hier wollten wir eine Stadt gründen. Das können wir immer noch nicht machen. Da brauchen wir noch ein bisschen Holz für. Das sollten wir aber in den nächsten Runden erhalten. So. Dann er hier ebenfalls hier lang. Und jetzt sehen wir, die roten Felder bedeuten schlechten Nachschub. Und wir gehen nochmal zurück. Hier wollten wir tatsächlich nichts machen, deswegen überspringen wir diese Einheit mal. Und auch die Einheit in Samos kann eigentlich nicht allzu viel machen. Wird auch mal übersprungen. Und die bitte auch. Okay, denn diese Einheit hier oben, wir schauen nochmal ins Territorium. Das sieht ganz gut aus. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier weiter und gucken uns hier noch ein bisschen an. Aber grundsätzlich ist jetzt diese territoriale Produktionsstrafe gesunken und wir sind jetzt bei einem territorialen Produktionsbonus. Und das ist doch eigentlich ganz cool. Und was wir jetzt hier noch machen sollten, ist eine Straße bauen hierhin. Deswegen müssten wir hier unten auf jeden Fall einen Siedler hinschicken. Und wir sollten den hier nehmen. Und dann schauen wir mal, wo unser nächstes Schiff ist. Das ist. Das muss ich doch mal gucken. Wir gehen mal in die strategische Übersicht. Und dann schauen wir mal. Eine Galeere ist da oben. Eine Biräme ist dort. Die ist unterwegs. Boote haben wir keine. Könnten wir in den Städten bauen? Ich meine, aber wir haben hier vorne noch irgendwo eine stehen. Ist das kein Boot an sich? Ich zoome mal ein bisschen weiter raus. Da oben, was ist das denn? Eine Trireme. Ah, okay. Das ist das Einzige, was ich mir nicht angeguckt hatte. Dann ziehen wir den mal nach da unten. Das würde sogar in dieser Runde was werden. Ja, dann nach dem Marathon würde ich sagen, ziehen wir den mal. Und wenn er mit seiner Straße fertig ist, dann werden wir ihn auf das Schiff verladen und dann nach hier oben bringen, dass wir diese Goldmine mit einer Straße anschließen können. Okay, sehr schön. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen läuft es ganz gut. Aber, au, schaut euch das an. Wir haben tatsächlich. Ah, ist das ärgerlich, oder? Nein, wir sind noch auf dem. Ah, okay, entschuldige bitte. Wir sind auf dem Territoriumsbonus. So, jetzt ist besser. Wir haben es nicht verloren. Und der Angriff, meines Erachtens nach, sieht der Angriff auch ein bisschen schleppend aus. In der nächsten Runde haben wir noch einen Verteidigungsbonus. Und dann kriegen die das auch definitiv nicht mehr. Denn wenn unsere Verteidigungsmauern hier fertig sind, dann hat sich das Thema eigentlich erledigt. Dann gehen wir noch einmal hier rein in die Siegbedingungen. Und wir sind bei militärischer Vorherrschaft. Hat dieses Reich, das ist eine Konföderation, okay, aus Phrygien, Lydien, Mysien und Karien. Und Phrygien ist da auch mit bei. Das sind also. Ich glaube, wir gehen vielleicht lieber mal auf die Diplomatie. Die müssten hier drüben sein. Wir haben noch keine, also richtige Beziehung zu denen haben wir noch keine. Wir könnten mal gucken, ob wir von Rhodos hier vorne Infokartengegenstand bekommen. Ah, okay, die sind ja eher distanziert, ne? Also wir sollten mal gucken, dass wir von irgendwem, der uns mag, das ist Rhodos. Mysien, da sehen wir ein kleines bisschen von denen. Und die sind tatsächlich freundlich. Und wir können jetzt mit der ganzen Fraktion handeln. Das können wir uns gleich mal überlegen. Macht es relativ ausgeglichen. Ja, guckt euch das an. Also, die sind wesentlich größer als wir, aber zumindest wir sind wir noch minimal stärker.
Das kann sich aber natürlich schnell ändern. Wir sollten trotzdem mal gucken, ob wir mit Ihnen den Infokartengegenstand erhandeln können. Schade, kann er nicht, weil er wahrscheinlich Teil des Reiches hier ist. Ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich machen will. Aber wir schlagen ihm das mal vor. Vielleicht klappt das ja. Okay. Das Einzige, was ich jetzt hier tatsächlich bei diesem Spiel noch vermisse, ist die Möglichkeit, dass wir während der Diplomatie ihm vielleicht noch so ein bisschen was geben können. Nämlich würde mich jetzt tatsächlich ja, Geld interessieren, dass ich dem einfach sage, hey, pass auf hier, wie sieht's denn aus, wenn ich dir in diesem Brief noch 5 kleine Goldstückchen reinlege, würde das deine Meinung möglicherweise ändern? Oder vielleicht nicht. Das ist das, was ich noch ein bisschen vermisse. Im Großen und Ganzen ist aber ja, die Diplomatie trotzdem relativ gut. Okay, dann können wir hier raus. Und dann würde ich sagen, lasst uns mal überlegen, ob wir alles gemacht haben. Wir haben uns darum gekümmert, was wir noch mal gucken können, wäre das Gebäude. Und wir sollen ja einen Tempel bauen. Ich weiß nicht, ob wir das möglicherweise bei den Missionen sehen können. Kolonie verteidigen, Verteidigung des Orakels. Euer Land, okay. Und diese beiden auch. Peloponnesische Verbündete. Goldenes Vlies ist dort. Rückgabe des goldenen Vlieses. Gordischer Knoten ist da hinten. Das ist eher unrealistisch. Nee, kann ich nicht sehen. Was ich jetzt suche, ist im Prinzip diese Mission von vorhin. Die ist hier an der Seite schon wieder verschwunden. Okay, dann schauen wir mal in der nächsten Runde. Und ich würde sagen, Rundenwechsel. Jetzt habt ihr übrigens gesehen, dass die KI ihr Ziel relativ schnell geändert hat. Sie sind jetzt nämlich ratzfatz dazu übergegangen, unsere Stadt im Süden anzugreifen. Denn im Norden haben wir jetzt eine Verteidigung und da durchzukommen ist im Prinzip unmöglich. Was ich hier bei dem Spiel übrigens auch gut finde, ist die Möglichkeit, dass wir hier sehen können, wie die ganzen Einheiten sich bewegen. Ihr könnt übrigens über das Menü, was ihr oben seht, auch, okay, das können wir uns gleich mal anschauen, auch die aktuelle Bewegung immer vor und zurück gehen. Das heißt, ihr könnt dorthin gehen und euch die letzte Bewegung nochmal angucken. Auch eine Sache, die man sonst bei vielen Spielen gar nicht kennt. Und Chalkidike hat jetzt tatsächlich eine Änderung angeboten. Das gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Friedliche Durchreise, Infokartengegenstand, Handelsrouten und Versorgung. Ja, auf jeden Fall. Das ist extrem cool. Infokartengegenstand vor allen Dingen interessant. Aber auch natürlich die anderen. Sehr, sehr cool. Okay. Das Vertragsangebot wurde zurückgewiesen. Wir müssen uns zuerst Vertrauen aufbauen. Gut, okay, das war zu erwarten. Dann gucken wir mal, dass wir irgendwie Vertrauen aufbauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber das kriegen wir schon hin. Okay, die meinte ich übrigens. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ergebnis der Staatsentscheidung: Die Arbeiten am Asklepion hat begonnen und bald wird ein Tempel der Heilung fertig sein. Sehr schön. Dann gehen wir noch einmal in die Staatsentscheidung rein. Wir haben ja jetzt angefangen und ich hoffe, dass wir als nächstes die Möglichkeit bekommen, das Spionagenetzwerk aufzubauen.
Denn ich würde gerne wissen, was unsere Gegner so treiben. Okay, dann können wir hier übrigens in jeder Runde diese Sachen nochmal uns angucken. Und das kann nicht geschlossen werden. Warum? Feld enthält keine. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, warum ich das nicht schließen kann. Aber das soll jetzt gerade nicht euer Problem sein, denn für jetzt würde ich sagen, ist die Folge auch vorbei. Und beim nächsten Mal geht es weiter, wenn es heißt Athen oder. Wie auch immer dieses Land gerade heißt. Es tut mir leid, ich habe es total vergessen. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.